Barbara, wir sind im Kino. Hey, langsam, zeigt eure Tickets. Aber klar, natürlich. Jack, komm schon. Zeigt die Tickets. Ach so, die Tickets. Da sind sie. Bitte sehr. Sieht alles in Ordnung aus. Come on! Ihr könnt reinkommen. Oh, vielen Dank. Der Film läuft schon. Setzt euch hin. Was für eine spannende Geschichte. Klasse. Das Popcorn ist übrigens richtig lecker. Ja, mir gefällt es auch. Der Hammer. Ich krieg einfach nicht genug von diesem Popcorn. Ich esse alles auf einmal. Hey! Oh, das war's schon. Du bist immer in Eile, Chelsea. Jack, du hast noch einen ganzen Eimer. Lass mich mal was holen. Hey, was machst du da? Nimm deine Hände weg. Du hast das ganze Popcorn verschüttet. Geht's euch hier gut? Meiner Meinung nach ist es Zeit für euch zu gehen. Komm schon, steht auf. Von dem Film kann ich mich einfach nicht losreißen. Hey, wo bringst du mich hin? What? Ich sehe, dass ihr gerne esst. Ich schlage vor, ihr nehmt an einer Challenge teil. Ich habe keine Ahnung, was auf uns zukommt. Oh, ein paar Karten, mal sehen. Ich werde langsam essen müssen. Und ich schnell. Das mag ich. Ich habe die goldene Mitte, nicht schlecht. Und was kriegen wir? Nudeln, ist ja toll. Sieht appetitlich aus. Ich kann es kaum erwarten, was zu probieren. Lass mich anfangen. Schauen wir mal, was wir hier haben. Stäbchen. Ich denke, ich sollte die öffnen. Vorsichtig und langsam. Okay. Sieht so aus, als würde das eine Weile dauern. Ich fange schon mal an. Hey, blödes Stäbchen, ich kann die nicht trennen. Ich habe mir fast die Zähne gebrochen. Och, Menno, bist du ein Schwächling? Nein, ich kann das schaffen. Aua, das hat wehgetan. Tut mir leid, das war aus Versehen. Wie soll ich mit einem Stäbchen essen? Ich kann's versuchen. Das ist eine schlechte Idee. Was für glatte Stäbchen. Oh, no. Selbst Mary wird bald anfangen zu essen. Ich habe immer noch Hunger. Oh, wow. Schaut mal, wie viele Nudeln ich auf einen Stab wickeln konnte. Schmeckt's dir? Einfach köstlich. Das ist das Beste, was ich je probiert habe. Wie geht's, Mary? Die Stäbchen faszinieren mich. Okay. Ich denke, wir sollten sie nicht belästigen. Lass mich meine Nudeln essen. Die Serviette werde ich gebrauchen. Mal sehen, wie du das ohne Stäbchen schaffst. Ich brauche die nicht. Ich nehme mir lieber Messer und Gabel. Oh Mann, ich schaffe es nicht. Ich muss mir was anderes überlegen. Okay, ich esse es einfach so. Das war eine gute Idee. Das war's auch schon. Der Eimer ist leer. Gut gemacht, herzlichen Glückwunsch. Was macht Mary? Oh, Nudeln. Ich habe so lange von euch geträumt. Endlich kann ich was probieren. Lass uns Marys Portion klauen. Die bemerkt das eh nicht. Lecker. Ich will den Moment genießen. Komisch, wo sind meine Nudeln hin? Hey! Habt ihr sie gesehen? Aua, das tut weh. Das geschieht euch zurecht. Nächstes Mal klaut ihr mir mein Essen nicht. Sie hat recht. Neue Runde, klasse. Was haben wir da? Wieder langsam. Ich habe mich schon dran gewöhnt. Durchschnittliches Tempo, macht mir nichts aus. Und ich bin mega schnell diesmal. Come on! Oh, schaut mal, es gibt Pizza. Wow. Da ist so viel Käse drin, Wahnsinn. Oh la la. Mein Appetit ist schon geweckt. Ich liebe es. Hört auf zu reden. Lasst uns bald loslegen. Ich will Erste sein. Beeil dich, Mary. Ich fange mit diesem Stück an. What's the es hat mir am besten gefallen. Oh, wie schön lang sich der Käse zieht. Chelsea, ich bin nicht bereit, so ewig zu warten. Oh. Ah, das Stück ist zu klein. Zwei sind genau das Richtige.
Was für ein Appetit. Ich liebe Pizza. Ich lege das Zeug einfach zusammen. Und schon habe ich ein Pizza-Sandwich. Jack, was für ein Tempo. Von dir sollte ich was lernen. Bravo. Ich könnte noch schneller essen, aber ich will den Genuss verlängern. Jetzt bist du dran, Chelsea. Was soll ich tun? Na, ich habe mir was ausgedacht. Ich roll die einfach ein. Come on! Coole Idee. Ich schaffe das in ein paar Sekunden. Oh nein, hier ist was schiefgegangen. Die Pizza ist stecken geblieben. Keine Sorge, ich werde dir helfen. Danke. Oh, den Bissen konnte ich nicht vertragen. Du hast mich gerettet. Der Moment des Glücks ist nah. Och, Menno. Ups, was sollen wir jetzt tun? Ich habe nur ein Stück Teig übrig. Das ist so traurig. Das ist aber besser als gar nichts. Du hast voll Pech gehabt, Mary. Ew. Oh no. Sind das Kakteen? Die sind doch stachelig. What? Oh, ich weiß nicht, wie wir die essen sollen. Ich habe Angst. Ich will mir kein Loch in die Zunge machen. Sieht ja eklig aus. Ich glaube nicht, dass das lecker ist. Aber ich kann es versuchen. Come on! Na dann mach, Chelsea. Viel Spaß. Probieren wir mal, wie stachelig das Ding ist. Hey! Come on! Ich glaube, das wird eine Weile dauern. Okay. Ich probiere mal. Aua, das tut weh. Chelsea, sieh dir das an. Come on! So leicht gebe ich aber nicht auf. Der Kaktus kann noch was erleben. Ich habe das Gefühl, das wird heiß hier. Du hast recht, Jack. Okay, so ist es besser. Das hätte ich von dir nicht erwartet, Mary. Das sieht voll beängstigend aus. Du bist so sensibel, Jack. Wow. Wow, wie hast du das gemacht? What? Ihr seid so laut. Was ist da los? Lass dich nicht ablenken, Chelsea. Hier sind wir also, von Angesicht zu Angesicht. Oh, wie bitter. Ekelhaft. Gross. Ich habe Angst, mir diesen Geschmack vorzustellen. Come on! Du wirst ihn aber probieren müssen. Fang an, Jack. Lass Chelsea zuerst fertig werden. Komm schon, Chelsea, beeil dich. Aua, mein Finger, das tut weh. Ich glaube, ich habe die Nadel weggeschossen. Yeah, es hat funktioniert. Der Kaktus ist sauber, jetzt kann ich ihn probieren. Du hattest recht, das schmeckt überhaupt nicht gut. Hey, you. Richtig ekelhaft, ich will alles ausspucken und mir die Zunge waschen. Wie ich dich verstehe. Ich bin dem Kaktus schon richtig nahe. Aua, das ist ja schmerzhaft. Das dauert ja länger, als ich erwartet habe. Ich habe eine Idee. Ich benutze einfach diese Schere. Noch ein bisschen drücken. So ist's gut. Ich glaube, ich muss ihr helfen. Und ich benutze so lange ein Rasiermesser. Das ist der schnellste Weg, die Stacheln loszuwerden. Es hat funktioniert. Nur noch eine Stachel ist übrig. Ich bin fertig. Na komm schon, Chelsea, wir glauben an dich. Warum hast du das getan, Jack? Ich wollte dir bloß helfen. Ich wünsche mir einen Donut. Ah, das ist doch kein Problem. Natürlich doch, mein Liebes. Das ist nicht schwer. Hey, Oma, du hast ja schon den Teig fertig. Mein Teig ist auch bereits bereit. Ich habe nämlich jahrelang geübt. Jetzt muss ich die richtigen Formen ausstanzen und das Öl in die Pfanne geben. So werden meine Donuts richtig schön knusprig. Ich frage mich, ob ich das auch schaffen kann. Also, ich brauche einfach nur den Teig und die Form, oder? 1, 2, 3. Oh, Schatz, sei doch bitte vorsichtig. Aha, jetzt brauche ich also ein bisschen Öl, was? Ah, je mehr, desto besser. Das wird auf jeden Fall der Hammer. Es kann losgehen.
Oh nein, was ist los? Wieso spritzt das denn? What's the matter with you? Oh, die Küche ist kein Ort für Kinder. Ich bin fast 12. Ich bin kein Kind mehr. Hier, nimm das. Oh, blöde Donuts. Ich muss den Herd ausschalten. Gerade noch mal so gut gegangen. Oh Mist, wie sehen denn jetzt meine Donuts aus? Die werde ich wohl wegwerfen müssen. Oh, mein Kleines, du hast mich erschrocken. Ich weiß ja nicht, meine Donuts sind bereits fertig. Jetzt muss ich sie nur noch aufschneiden und da ein bisschen Sirup reingeben. Und der Zuckerguss darf natürlich nicht fehlen und natürlich ein paar Streusel. Fertig sind wir. Oh, gar nicht schlecht, aber die Oma ist auch schon bereit. Jetzt nehmen wir die Donuts raus aus der Pfanne. Und obendrauf kommt ein bisschen Puderzucker. Awesome. Hä, und was soll ich tun? Ich habe doch gar keine Lebensmittel mehr. Außer diesem Käse her. Ah, ich glaube, ich habe eine geniale Idee. Ha, dieser Käse ist genauso zähflüssig wie ein Teig. Ich kann einfach einen Käsedonut machen. Und da kommen noch ein paar Chipskrümel mit hinein. Oh, was ist denn hier los? Ein Erdbeben? Oh nein, das ist deine Enkelin. Immer mit der Ruhe. Ich bin ja auch schon fast fertig. Das hier werden meine Streusel. Ah, sieht doch toll aus, oder? Aber hier fehlt noch was. Ah, ich weiß. Ich muss meinen Donut einfach ein bisschen anbraten. Direkt auf dem Herd. Oh, das macht richtig viel Spaß. Ach, mein Kind, wir sind fertig. Was könnte besser sein als Donuts von der Oma? Oder vielleicht die von der Chefköchin? Oder vielleicht die von Jane? Oh, ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll. Wow, ich liebe diese rosa Donuts. Mm, die schmecken gut. Und die hier sehen ganz normal aus. Schmecken auch ganz normal. Ich bin nicht beeindruckt. Wow, was für ein interessanter Donut. Den probiere ich mal. Wow, das ist ja Käse. Und der schmilzt ja so richtig im Mund. Köstlich. Oh, was soll ich bloß wählen? Okay, ich habe mich entschieden. Diese Erdbeerdonuts gewinnen. Tja, die Chefköchin Emma gewinnt. Und jetzt habe ich Lust auf einen Salat. Was denn für ein Salat? Ein Cäsarsalat, das ist der berühmteste Salat. Ah, ich weiß, wie man den macht. Ich muss einfach die Tomate schneiden. Oh, mein Kleines, was tust du denn da? So geht das nicht, man muss vorsichtiger sein. Schau mal, ich zeig dir, wie das geht. Ein paar Salatblätter, ein paar Tomaten, jetzt kommt noch eine Hühnerbrust mit hinein. Wunderbar. Ich würde nicht sagen, dass das so einfach ist. Ich zeige euch, wie man eine schöne Portion Salat macht. Dafür gebe ich einen ganzen Haufen Grünzeug in den Mixer und gebe das Wasser hinzu. Das ist ja so ein grüner Brei. Das ist kein Brei, das ist Haute Cuisine. Jetzt muss ich die entstandene Mischung etwas abkühlen. Und schon habe ich ein Gelee erhalten. Ach du meine Güte. Ja, darf ich mal? Jetzt können wir hier ein bisschen Gemüse mit hineingeben. Und das Brustfilet darf nicht fehlen. Und das ist noch nicht alles. Ein bisschen Öl. Oh nein, was ist denn hier los? Ich muss zu meinem Salat noch ein bisschen Käse hinzugeben, stimmt's, Jane? Ja, Oma. Und was soll ich machen? Ah, ich schneide einfach ein bisschen Gemüse. Du machst das ja schon wieder. Oh Mann, das sieht ja schrecklich aus. Wie ein Berg von Essensresten. Ah, ich weiß, was ich machen kann. Ich benutze einfach Kaugummi. Damit werde ich auf jeden Fall gewinnen. Aber nicht nur Kaugummi, sondern auch noch ein paar Glotzer und ein paar Gummibärchen und ein paar Marshmallows. Wir sind fertig. Was für wunderbare und köstliche Gerichte unsere Teilnehmer kreiert haben. Aber was wird Gloria wohl mehr mögen? Das werden wir gleich herausfinden. Hm, womit soll ich anfangen? Was für ein komisches grünes Gelee-Ding. Sieht ja witzig aus. Nee, das ist voll ekelhaft. Gefällt mir nicht. Hm, und dieser Salat sieht ziemlich gewöhnlich aus. Ganz einfacher Salat, einfacher Geschmack. Wow, das ist ja cool. Das ist ja ein Gummibärchensalat. Oh, was für eine köstliche Kombination. Das mag ich viel mehr. Das hier ist auf jeden Fall der Gewinner.
Yeah, hab ich's doch gewusst. No! Gloria, wir warten. Diesmal wünsche ich mir ein Spiegelei. Oh, das ist doch ganz einfach. Das schaffe ich. Okay. Das schaff sogar ich. Zuerst kommt etwas Öl in die Bratpfanne. Gib mir mal auch was von dem Öl. Wieso kommt da so wenig? Ich muss die Flasche fester schütteln. Oh nein, ich glaube, ich habe sie kaputt gemacht. Jane, ach Menno. Wie auch immer, ich mache mich jetzt an die Eier. Die werden aufgeschlagen. Ah, das kann ich auch. Oh Mann, das ist ja voll schlampig geworden. So macht man doch keine Eier. Ich zeige euch, wie das geht. Zuerst erhitze ich etwas Sahne. Jetzt gebe ich etwas Orangenschalen mit hinein. Und eine geheime Zutat. So mache ich ein ganz besonderes Gericht wie aus den besten Restaurants. Jetzt schneide ich Pfirsiche und füge diese spezielle molekulare Kochsubstanz hinzu. Es ist an der Zeit, kulinarisch zu zaubern. Und jetzt braten wir ein paar Molekulareier. Wow, sowas habe ich mal auf YouTube gesehen. Oh, Jane, was machst du denn da? Aha, meine Eier, alles steht in Flammen. Oh, was für ein Albtraum. Ich werde definitiv verlieren. Na, mal sehen. Gloria wird auf jeden Fall nicht hungrig bleiben. Aber welches Gericht wird sie auswählen, das werden wir gleich herausfinden. Ist es die Großmutter, die Superköchin oder vielleicht einfach nur die Schwester? Womit soll ich anfangen? Ich probiere das hier. Oh, gar nicht schlecht. Und was ist das? Das werde ich nicht probieren. Was für ein ungewöhnliches Ei. Wow, das schmeckt ja süß. Ich liebe es einfach. Ich wähle dieses Gericht aus. Ja, ich wusste es. Hey Oma, wir sind hier in einer Challenge. Oma, ich wünsche mir ein Sandwich. Aber natürlich doch, mein Liebes. Ihr werdet auf jeden Fall verlieren. Ja, das werden wir ja noch sehen. Ich mache meinen Toast mit Nutella. Schön viel Nutella. Und als Toppings verwende ich noch Marshmallows und eine Tafel Erdbeerschokolade und süß-saure Marmeladenzungen. Awesome. Ich bin mir sicher, dass dieses Sandwich noch etwas Soße gebrauchen kann. Und natürlich etwas prickelnde Brause. Wunderbar. Das ist ganz schön originell, aber ich denke, es ist besser, sich an traditionelle Rezepte zu halten. Senf, Schinken, Käse, Salatblätter, alles zusammen. Jetzt können wir dieses Sandwich noch knusprig anbraten. Nein, Oma. Du musst zuerst das Brot anbraten und dann die Füllung dazugeben. Und die wichtigste Gourmet-Delikatesse sind natürlich Schnecken. Was? Schnecken? Was für ein Gestank! Ach, dieser Duft riecht nach Paris. Und hier kommen natürlich noch ein paar Meeresfrüchte mit hinzu. Oh, das riecht furchtbar. Wunderbar. Und zum Schluss füge ich noch etwas Schimmelkäse hinzu. Oh, der Oma geht's nicht gut. Das ist ein kulinarisches Meisterwerk. Unglaublich. Ich habe mich selbst übertroffen. Also ich finde, mein Sandwich sieht auch gut aus. Oh, die Schokolade ist geschmolzen. Aber ich weiß, was ich tun kann. Ich nehme mir einfach eine Schüssel mit Wasser. Gib da Eis hinein. Und da kommt jetzt noch meine Schokolade rein. Und schon ist sie gefroren. Oh, das hast du gut gemacht, mein kleines Mädchen. So unterschiedliche Teilnehmer und so unterschiedliche Sandwiches. Was wird wohl Glorias Wahl sein? Das finden wir gleich heraus. Wow! Oh, was für ein schönes Herz. Und was ist das denn für ein Sandwich? Probieren wir mal. Das sind ja Schnecken. Ich glaube, ich muss gleich kotzen. Ich hasse Schnecken. Oh, was für ein nettes Herz. Komm mal her. Richtig lecker. Ich liebe dieses Sandwich. Dieses Sandwich sieht ganz gewöhnlich aus. Oh, schmeckt aber lecker. Das ist besser als alle anderen. Ich wähle dieses Sandwich aus. Oh ja, die Oma hat gewonnen. Rara. Wow, was für ein schönes Kleid. Ich will es kaufen. Ups, ich glaube, ich habe gar kein Geld. Lilly, so eine Einfältige wie du braucht keine teuren Kleider. Aber ich habe viel Geld und ich werde es für dieses schicke Kleid ausgeben. Bingo!
Das ist es, bitte. Wow. Danke Ihnen. Viel Glück, Sie Endfältige. Entschuldigen Sie, Miss. Was? Wow, ist das für mich? Eine ganze Menge Geld. Nicht so schnell. Kommen Sie mit mir. Yes. Juhu, ich werde reich sein. Wovon spricht sie? Ich muss sie folgen, um das herauszufinden. Halt, Sie müssen Ihre Maske aufsetzen, bevor wir weitergehen. Okay, jetzt kann ich nichts mehr sehen. Mila, pass auf. Aua, die Wand. Nun, wo sind wir? Schaut mal, der Countdown läuft. Was soll das bedeuten? Das bedeutet, dass ich euch alle Wettbewerbe gewinnen werde. Ihr verliert. Alles, was man tun muss, Baumstamm abzulaufen. So einfach war es wohl nicht. Okay, ich schaffe es auf jeden Fall. Der größte Schritt überhaupt. Ups, das ist so peinlich. Wie schön. Was für ein Muster. Ich muss bald von hier runter und meine Hose wechseln. Juhu, ich habe es geschafft. Du bist wirklich etwas Besonderes, Alex. Du hast mich zum Lachen gebracht. Ich bin dran. Man muss sehr langsam gehen, um das Gleichgewicht zu halten. Hey, es ist instabil. Ich falle. Nein, nein. Super, ich habe gut Stamm gegriffen. Ich muss nur kriechen. Ich habe solche Angst. Ich habe sogar Angst, mir das anzuschauen. Hey, es ist viel bequemer, sich im Sitzen zu bewegen. Herzlichen Glückwunsch wieder. Nun, was soll ich tun? Ich hab's. Ich muss die Absätze meiner Schuhe abschneiden. What? Was macht sie? Hey. Jetzt haben meine Schuhe sehr dünne und sehr spitze Pfennigabsätze. Dann falle ich nicht. Wow, bei Mila klappt es gut. Noch ein letzter Schritt. Ja, ich habe geschafft. Lili, du bist dran. Ich habe eine Idee. Ich habe auch Nadeln. Aber die Haarnadeln. Aber wenn ich sie so in meine Ballerinas stecke, sehen sie genauso aus wie die von Mila. Jetzt bin ich bereit, mich testen zu lassen. Es klappt. Lili, sei vorsichtig. Oh no! Erledigt. Wir haben alles geschafft. Aua! Wo sind wir? Es sieht nach der nächsten Challenge aus. Und was sollen wir jetzt tun? Weiß ich nicht. Fast am Ziel. Albtraum. Ich brauche Hilfe. Immer mit der Ruhe, Freunde. Kümmere mich um diese Bälle. Passt auf, wie man ausweicht. Nehmt euch ein Beispiel. What? Vita, könntest du vorsichtiger sein? Ich kann nichts sehen. Wo ist meine Brille? Ich weiß, es ist Zeit zum Tanzen. Mit solcher Stimmung und meiner Plastik wird mir kein einziger Ball fallen. Und was soll ich tun? Ich weiche aus so gut, wie ich kann. Du machst das toll, Mila. Ohne Schmeicheleien, bitte, Alex. Aha, ich habe einen genialen Plan. Alex, komm mal her. Nur für eine Sekunde. Ich habe es geschafft. Oh, diese Jungs. Nach rechts ausweichen. Gut gemacht. Puh, da ist meine Brille. Jetzt ist die Zeit endlich ab. Was? Ihr habt gar keinen Fleck an euch. Aber ich bin ganz mit Farbe bedeckt. Wie furchtbar. Ich war bereits schmutzig. Wozu brauche ich noch Farben? Jetzt bin ich ganz blau. Ich schaffe nie wieder sauber werden. Schaut, Alex ist aus. Das ist ein Albtraum. Es sieht nach einer neuen Runde aus. Igitt, das ist ekelhaft. Es bewegt sich. Natürlich, es sind Larven. Aber um zu gewinnen, muss man jedes einzelne Stück essen. Ich bin bereit. Wenn Lili das kann, kann ich das auch. Entschlossenheit in den Augen und eine erste Haltung. Das ist mein Rezept für den Sieg. Die Hauptsache ist, nicht aufzuhören und sich vorzustellen, dass ich Nesquik esse, keine Larven. Okay, ich soll das tun.
Das ist doch ekelhaft. Nein, ich hasse Insekten. Sie sind so eklig. Ich kann nicht glauben, dass ich das tun kann. Wow, Vita und Lily sind fast fertig. Ich muss etwas tun. Und ich weiß schon was. Was ist das für ein Gefühl? Es fühlt sich an, als würde mich etwas am Rücken kitzeln. Tanz, tanz, Vita. Schon bald wirst du feststellen, dass es auf deinem Teller noch mehr Leckerbissen gibt. Das kann nicht sein. Ich habe sie alle gegessen. Jamila, jetzt zeige ich dir. Oh, die Zeit ist aber ab. Ich habe Glück. Was? Ich habe jetzt mehr? Heißt das, ich habe verloren? Nein, ich will nicht. Nicht die Farbe. Hilfe. Aber ich will dann der Challenge weiter teilnehmen. Ist die Challenge noch nicht vorbei? Sieht so aus, als ob es nicht so ist. Und ich glaube, ich weiß, was gleich passieren wird. Ein Duell. Ich werde auf keinen Fall verlieren. Sei versichert, Mila. Nimm das. Aua. Oh. Schöner Schuss. Gute Nacht, Lily. Ich habe gewonnen. Juhu. Oh nein, nicht so schnell. Du freust dich zu früh, Mila. Dieser Kampf sollte ein neues Karate-Niveau erreichen. Attacke. Na los. Und möge die Stärkste gewinnen. Nimm das. Komm schon, Lily. Mit geschlossenen Augen kannst du mich nicht besiegen. Nimm das. Das ist Fatality. Hilfe. Ich habe gewonnen. Ich kann es nicht glauben. Hier ist Ihr Preis. Mein Preis. Geben Sie es schnell her. Jetzt kann ich endlich dieses Kleid kaufen. Hier ist das Geld, bitte. Geben Sie es mir. Warten Sie eine Sekunde. Bitte. Es steht Ihnen sehr gut. Es passt perfekt. Davon habe ich mein ganzes Leben lang geträumt.